Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn es jetzt ruscht, was geil ist, dass überall so nass ist. Aber auf dem Gras sieht man es vielleicht. Es hat Frost. Das heißt, wir gehen jetzt heute Morgen noch schön Silo-Walle holen. Mit dem Schäfer. Jetzt machen wir schön Zillingsreifen vorne. Ne? Sicher ist sicher. So wenig Sauerei machen wie möglich. Und dann holen wir wieder eine ganze Ladung ab vor den Stall. Weil, so wie es aussieht, kriegen wir warme Weihnachten. Keine weiße, sondern warme. Das ist alles, was mir noch ein Silo-Walle holt. Danach kommt wieder ein Gruhenstall. Die Folie lange jetzt nicht da, weil die auch kalt ist. Guck ich mal, ob ich den Walle so rauskriege oder ob ich kalte hinkriegen muss. Logischerweise ist halt auch ein Ballen gefroren. Aber ich glaube, wir haben Glück. Ja, geht doch. Deshalb Zillingsräder, denn es gibt nur minimale Spuren, trotz Frost. Aber ist ja klar, wenn da vorne nochmal 800 Kilo dazukommen, leer sich schon gar nichts mit Ballen schon. Kalte Hände gibt es aber trotzdem. So, drei Stück jetzt abgeholt. Ist der Hof wieder voll. Die Finger kalt. Das müsste wieder eine Weile reichen. Faulheit wird halt meistens nicht belohnt. Ich habe den heute Morgen da reingestellt und dann denkt er, ja, vielleicht braucht ihn jemand anders und macht Häufe weg. Aber hat natürlich niemand braucht, immer Sonntag. Problem ist, mit Häufe ist er halt 40 cm zu breit. Zum Mischte. Machen wir die halt wieder weg. Kann ich gleich rein. Natürlich ohne Licht auch. Hier vielleicht nicht.
Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass wichtig ist, dass die letzte Kuh fertig ist mit Melken. Sonst wird Melkmaschine unter Umständen dreckig. Dazu bietet es sich die Chance, 5, 6, 7 Katzen auf Mal zu überfahren. Aber das probieren wir natürlich nicht. Na, ich glaube, wir nochmal nein. Elsie ist rallig. Fertig. Da verlierst du da nicht mehr auf deiner Gabel wie mit meiner Schaufel. Nein, das hast du verloren. Eure Hände, Gott, das ist jetzt schwierig hier. Oh, fast, hä? Es gibt einen Grund, warum wir Menschen zwei Hände gekriegt haben, damit wir beide benutzen können. Schon Freitag, hä? Der vorweihnachtliche Stress. Eine 47-Stunden-Woche hinter einem. Deshalb gibt es jetzt nichts, aber euren Wunsch kann ich euch vielleicht noch erfüllen. Euren hat sich nämlich gewünscht, wie man mit einer Eimer-Melkmaschine milkt. Irgendeine Kuh wird es ja nicht schon noch geben, die nicht Molke ist, die man filmen kann. Ganz hinten sieht es glaube ich noch gut aus. Also, wenn Mutter milkt, dann kann ich euch da nämlich ein bisschen heben, weil sonst ist es ein wenig schwierig mit der Kamera. Also oben ganz normal die Werkumleitung. Dann geht es ab an die Kanne, aber das können wir euch nachher ja mal noch zeigen. Dann einmal mit Holzwolle weiter sitzen, abreiben.
Einmal ein bisschen Ärmelke. Die reicht so viel wegen Ringelschwanz hier. Und dann hat die Britta die Besonderheit, diese Saison wird sie nur auf 3 Sitze gemolken. Zack, und da hängt das Geschirr. Also, da oben haben wir die Vakuumleitung. Die Vakuumhaus, es zieht die Luft dann auf. Der Schlauch geht dann da rein in den Pulsator. Der macht auch das Geräusch, was ihr jetzt vielleicht hört. Der macht quasi, heißt der Pulsator, also den Puls, den Takt. Wo dann quasi über die 2 kleine Schläuche ans Melkschirr geht. Das wird dann da wieder aufgeteilt. In die einzelnen Zitzelbecher und in dem dicken Schlauch läuft dann die Milch wieder zurück, die da unten gesammelt wird. Aber ich denke jetzt mal, so das Geschirr ist ja ungefähr gleich, ob das jetzt in Olmern einläuft oder Absaugerlag. Das wird ja immer das gleiche sein. Dann futzt es ab und zu, dann hebt man das mal wieder kurz auf. Und dann läuft die Sache wieder. Und Kanne heißt halt, dass man die Kanne leeren muss und nicht die Milch abgesaugt wird. Durch eine separate Leitung in den Tank. Es kommt schon immer noch ein wenig, wie wenn die Melkmaschine so da hängt, wie wenn du jetzt dann deine Hand drauf legst, dass sie ein bisschen gewiegt, drauf kommt und anders verdollt. Ja, Fini, wird's gleich. Echt gut, geh du. Jo, Fini. Zweihandbetrieb. Die Kanne ist immer noch Vakuum, deshalb müssen wir da drauf drücken, damit wir sie überhaupt aufkriegen. So hängen wir so lange im Stall und Kante leeren wir halt in den Milchtank. Das ist jetzt der Unterschied zur Absaugerlage. Oh, haben wir gerade beim Häufchenmacher erwischt? Bengel? Hm? Von guter Schwänzle so. Ja. Und Becky, kommst du auch? Natürlich kommst du auch. Dann nehme ich noch Arbeitesser dabei. Das wettet ihr jetzt auch, hä? Die kriegen nur Milch. Nur Milch kriegen ihr 2. Lass uns glaub gut sein, oder? Ich glaube, ihr habt jetzt nichts verpasst die Woche. Ich war jetzt auch immer geistig anwesend. Also es war eine stinknormale Woche, nur ein bisschen Stallarbeit und so. Ja. Aber jetzt kommt der Weihnachten. Jetzt haben wir 3 Tage Urlaub, da könnte man auch noch was machen. Hat zwar schon wieder so viele Projekte, da lohnt sich nicht mal anfangen, aber machen wir mal alles. Und probieren zumindest, ob man alles nachkriegt. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr, aber nicht nur ich, der Rest vom Team natürlich auch. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Video.
euer Bauernhof-Team.